Ja, guten Morgen an alle. Ich konnte heute Nacht nicht so richtig schlafen. Ich habe nur ein paar Stunden früh ins Bett. Und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr einpennen. Ja, und jetzt habe ich so einige Sachen noch erledigt im Haushalt. Und dachte mir, naja, für die restliche Zeit heute Morgen kann ich halt, ja, streamen. Und das mache ich jetzt auch. So, Mission. So, da hatte ich ja schon gestern im Stream ja angekündigt, dass ich halt, ja, den Champion erwischen will. Und das werde ich jetzt machen. Ja, falls es scheitert, dann scheitert es halt, dann ist halt das letzte Stream zu Space Crew. Es gibt ja noch zigtausende andere Spiele, die ich spielen kann. Deswegen ist das nicht so weiter tragisch. So, dann nehme ich dies hier. Falls ich es schaffen sollte, dann kann ich ja noch einige Sachen aufwerten. Da freue ich mich drauf. So. Ja, dann kann es ja mal losgehen. So, auf geht's. Ja, das dauert immer ein bisschen, bis das Ziel erscheint. Ja, ich freue mich halt auf das nächste Spiel von dem Entwicklerstudio Runner Duck, Publisher Curve Games. Badlands Crew, so eine Art Mad Max in der Wüste. Ja, das ist auch sehr schön, wenn man halt den Mauszeiger, ich sag mal, vielleicht 20 Sekunden nicht bewegt, dann hat man halt ja, so eine Art Sichtweise im Raumschiff. Sieht cool aus, oder? Ja, nicht schlecht. Ob es das auch bei Bam Bomber Crew gab, weiß ich nicht. Kann mich nicht daran erinnern. Ah, es geht wieder los. Jansen an den Geschütztürme. Mascha. So, meine Ausweichmanöver. Ach, automatischer Wechsel, genau.
Ja, wir haben es geschafft. Super. Ah, hier ist der Champion. Okay, super. So, jetzt geht's los. Es geht los. Jägerunterstützung. Schub. Jansen. Feuer konzentrieren. So, wir müssen ihn erledigen. Oder er erledigt uns. Ach, Leistungsanalyse, genau. Ja, die ist ja gerade nicht dran. Gut. Okay. So, wir haben es geschafft. Super, ey. So, Jansen. Nee, das ist ja McShira. Nee, McShira hat ja die Leistungsanalyse. Ah, hab ich verpasst. Ja gut, nicht so schlimm. So, zurück zur Basis. Ja, wir haben es ja geschafft, ne? Sieht ziemlich lädiert aus. Objekt einholen, wenn es weiter nichts ist. So. Heißt eine Fluchtkapsel. Ah. Ja. Super. So, und jetzt zum Zielpunkt, zur Basis.
Ja. Wir haben es geschafft. Camilla Chong. Komische Gestalten. Luck. Railgun. Ja, da bin ich mal gespannt. Fluchtkapseln. Ach, das dauert noch ein bisschen. Systeme. Auch Leistungsschilder. Sauerstoffgenerator. Installieren. Hochleistungsreaktor. Panzerung. Ach, das dauert auch noch. Triebwerke. Ja, das ist schon mal besser. Ausrüstung.
Ausrüstung des Außenteams. Reicht es zurzeit nicht so. Ja, sieht gut aus. Was mieten Mutterschiff? Ja, gib mir das Risiko ein. Gehört ja auch zum Hauptquest. Starten wir mal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, sicherste Route. Ach, wir nehmen die schnellste Route. Wir gehen aufs Ganze. Wir wollen es hinter uns bringen. So, zum Ziel. Was ist das denn?
Die Musik klingt spannend, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja, geschafft. Wir haben es geschafft, ey. Oder fast. So, zur Basis zurück. Golan. So, Anzug. Nee, da zurück. Nee, das macht Obama. Ach nee, jetzt zu spät. Ich glaube, ich sollte doch Strahlenanzüge kaufen und Strahlenschutz. So. So, okay. So, zur Basis zurück.
sicherster Router. Ja, wir sind schon. Die Matte ist ziemlich lädiert. Und die Krankenstation macht nicht mehr mit. Barmer. So. So, zur Basis. So, verstanden. Sieht ziemlich beschädigt aus. So, zur Basis.
Wir haben es geschafft. Puh. Hauptquest geschafft. Super. Geil. Da bin ich mal gespannt. Motivierende Ansprache. Motiviert die Crew, wodurch einige Fähigkeiten neu aufgeladen, Gesundheit wiederhergestellt werden. Ah, ist ja gut. Kreuzerunterstützung. Fordert einen verbündeten Kreuzer als Unterstützung an. Wunderbar. EMP. Lumagrüner Impuls, der vorübergehend alle Raumschiffe in der Nähe außer Gefecht setzt. Wow. Und Waffen, Zusatzenergie für Waffen. Die Waffe wird mit einer zusätzlichen Energieeinheit versorgt, wodurch sie selbst ohne Reaktorenergie funktionsfähig ist. Wow. Gar nicht mal schlecht. Railgun. Linden. Ah, Fluchtkapsel. Standardpanzerung. Ja, Fluchtkapsel, Standardpanzerung. Reaktor. Ja, nicht schlecht. Ist ja klasse.
Okay. Bilder. Fluchtkapseln. Panzerung. Ja, zumindest hat es ein bisschen Strahlungsschutz. Ja. Aber erstmal die Panzerung aufwerten als nächstes und anschließend die Crew-Ausrüstung auf Discovery Outfit. Was aber nicht schlecht wäre, wenn ich. Wer sollte für die Wiederbelebung der Captain, denke ich. Der Phaser. Oder McShira. So. Das heißt, McShira ist jetzt auch für Wiederbelebung und Erste Hilfe zuständig. Obama für Technik und der Rest mit Phaser. Super, okay, dann weiß ich ja Bescheid. So. Das heißt, demnächst die Credits ausgeben für die zwei weiteren Panzerungen, links und rechts. Und danach die Crew-Ausrüstung.
auf Discovery aus, Discovery. Discovery Outfit aufrüsten. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, zumindest sind sie ein wenig Strahlung geschützt. Das ist schon mal besser. Fortbewegung ist auch besser. Panzerung ist auch gut. Was will man mehr? Geld. Geringes Risiko. Delta Quadranten erkunden. Ja, das machen wir noch. Genau. Starten. So, starten. Nehmen wir eine schnelle Route, ist ja geringes Risiko. Aufladung, super. Er ist entkommen.
Ja, wir haben es geschafft. Mal schauen, wie das Credits dafür gibt. Dass wir eine Fregatte zerstört haben. Wow. Jetzt können wir die Panzerung aufwerten oder nach die Discovery aufs Outfit. Schade, dass wir diesen Champion nicht erledigt haben. Da hätten wir vielleicht dann noch Discovery ausrüsten können. Was? Nur 1000 Credits? Ja. Erstmal die Panzerung. Waffen, mal gucken. Panzerung installieren. So.
Okay. Ich machen. Besser Schilder. Ja, Panzerung haben wir jetzt. Demnächst kommt. Es kommt dann halt die Crew-Ausrüstung. Dafür brauchen wir 5100. Ah. Ja, noch 5000 Credits. Ist ja noch besser. Mission. Kaschaya Poros, ja, das werden wir machen. Dann können wir nämlich unsere Crew danach mit den Credits ausrüsten. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Discovery aufs Discovery Dingsbums. Genau, und gehört auch. Gehört zwar nicht zur Hauptquest, aber egal. Was gibt's hierfür? Der reicht nicht. Ja, nämlich das Champion. Starten. So, starten. Jo, das ist ja richtig motivierend, ey. Okidoki. Zum Ziel. Jetzt haben wir einen stärkeren Reaktor. Der stärkere Schilde, oder? Ja, oder was auch immer. Egal. Jedenfalls sind wir besser geworden. Wir haben uns aufgerüstet und verbessert, ja. So, wo geht's lang? Oder ist hier irgendwo, ach, hier zum Ziel?
So. Ah, da ist er ja. Okay.
Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir holen uns die Belohnung. Super. Zur Basis. Ja, geschafft. Ja, gleich beim ersten Mal, super. So, zur Basis. Ja, wir haben es geschafft. Klasse. Ja. Panzeranzug, Kampfhelm, schwerer Laser.
Plasmakanone und Railgun. Mal schauen. Alle ausrüsten. Ja. Klasse. Jo. Ja, Holster. Ausrüsten. McShearer braucht das hier. Wiederbelebung, Erste Hilfe. Obama braucht Technikfahrzeug, Technik-Dings. Hier an so einem So, kontrollieren. Technik, okay, Shira, Wiederbelebung. Super, klasse. Ja, jetzt sind wir bestens gegen Strahlung geschützt. Sauerstoff, können uns schnell bewegen und haben eine gute Panzerung. Super. Ja, super, ey. Haha. Klasse. Super, ey. Das freut mich. Mal gucken, was wir noch ausrüsten können. Maschinenkanone MK3. Schwerer Laser MK1. Ja, vorne ist ja sowieso ohne automatischer Wechsel, weil halt Jansen keinen automatischen Wechsel kann. Weil die ist ja Sicherheitsoffizierin. Wäre vielleicht von Vorteil. Stumpf weniger. Ja, mal gucken, könnte ich ja mal machen. Triebwerke. Kapseln. Ist nicht so gut. Reaktor.
Auch nicht so gut. Standardschild, da habe ich auch maximal. Ja, dann können wir das mit den Waffen machen. Die vordere Waffe, weil ja kein automatischer Wechsel ist. Ja, das machen wir. So. Ja, gut, super. Maschinenkanone, Partikelstrahler, Flak, Partikelstrahler. Ja, das dauert noch. Starten. Ja, machen wir. Jo, wir haben uns wieder verbessert. Starten. Immer schnelle Route.
Ach, scheiße, der ist entkommen. Fuck. Der ist entkommen. Scheiße, was ist denn jetzt los? Scheiße.
Scheiße, McShira. Scheiße, alles geht im Bach runter. Scheiße, das ist vielleicht das Ende, Leute. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Aber ganz schnell. Raumschiff verlassen.
Leute, das ist das Ende. Ach, oh, Mann. Scheiße. Alles im Arsch. Oh Gott. Oh, nee, ey. Shit. Wie sieht es mit dem Raumschiff aus? Kriege ich jetzt denselben wieder? Muss ich wieder neu alles bauen? Oh, nee, ey, Leute. Das ist doch nicht wahr. Oder? Oh, nee. Wieder alles neu aufbauen, das dauert Ewigkeiten, Leute. Gut, tut mir leid, das ist echt scheiße. Aber ihr seht ja, das Raumschiff wieder komplett wieder aufzurüsten, das würde Ewigkeiten dauern. Echt jetzt, das dauert Ewigkeiten. Weil das ist ja fast, ich sag mal, fast auf dem Grundzustand. Dann die Crew nochmal vier neue. Warte, Rekrutierung. Vier neue, wieder auf Hochstufen. Ach nee, Leute, tut mir leid. Das ist scheiße, ich weiß. Ich habe ja diesen Trick mit diesem Speicherstand ja nicht gemacht, aber das war ja auch bewusst so entschieden. Ich wollte ja nicht mogeln diesmal. Ja, scheiße. Sorry, Leute, aber ich bin halt nur so weit gekommen. Mal gucken, wie das mit den Mission ist. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist und dass man halt noch und dass halt so Ewigkeiten gebraucht haben, um das letzte Schildgenerator zu zerstören. Das hat leider nicht geklappt. Die kam irgendwie nicht dazu. Ja, Ende Sense, würde ich mal sagen, ne? Aber ich sag mal, ich schließe nicht aus, dass ich das irgendwann in Zukunft, vielleicht in ein, zwei Jahren, wieder von neuem beginnen werde. Das schließe ich nicht aus. Aber ich setze das erstmal hier bei Steam unter der Kategorie abgeschlossen. Und wer weiß, in Zukunft wieder mal. Ja, in der Zwischenzeit wird ja Badlands Crew kommen. Das werde ich auf jeden Fall streamen. Wenn ich denn noch lebe. Ja, okay. Gut, das war's. Okay, Leute. So, dann bis denn.